Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer E-Lecture Energiespeicherung. Wir wollen uns jetzt heute mal die Wasserstofftechnologien näher ansehen. Wir sind also weiterhin bei den chemischen Energiespeichern. Nach den Batterien ist Wasserstoff so die zweite wichtige Säule der chemischen Energiespeicherung. Wasserstoff lässt sich auch zur Speicherung elektrischer Energie einsetzen. Also ich kann elektrische Energie nutzen, um Wasser zu spalten beispielsweise, diesen Wasserstoff, der dabei entsteht, zu speichern und den dann anschließend wieder in elektrische, mechanische Energie oder Ähnliches zurückzuverwandeln. Aber woher kommt dieser Wasserstoff eigentlich? Da gibt es verschiedene Technologien. Und wenn man Leute fragt, was sie so meinen, dass so die wichtigste Technologie wäre, kommt meistens nicht das, was am häufigsten ist. Das häufigste ist nämlich die Reformierung von Erdgas. Reformierung von Erdgas meint, ich setze Erdgas, Methan, mit Wasserdampf um. Dabei entsteht Wasserstoff und CO2. Dieses CO2, das kann man abtrennen, wird meistens in die Atmosphäre dann entlassen, trägt dann natürlich zum Treibhauseffekt bei und so gewinne ich dann Wasserstoff. Das ist heutzutage die Standardtechnologie. Woran die meisten Menschen denken beim Stichwort Wasserstoff, das ist die Elektrolyse. Und da wollen wir perspektivisch natürlich auch hin, weil das dann wirklich ja die Option eröffnet, beispielsweise erneuerbare Energien in Form von Wasserstoff zu speichern. Heutzutage spielt sie noch kaum eine Rolle und derjenige Wasserstoff, der heutzutage schon aus Elektrolyse gewonnen wird, auch der stammt eigentlich auch kaum daher, dass man sagt, ich habe elektrische Energie und die setze ich jetzt ein, um Wasserstoff zu erzeugen, sondern die kommt mehr daher, dass man andere chemische Prozesse hat, die man mit einer Elektrolyse betreibt und dann fällt mehr so als Abfallprodukt halt Wasserstoff an. Perspektivisch ist es aber die Hauptoption, die man so im Sinne hat, um grüne Energie zu speichern mit Wasserstoff. Grüner Wasserstoff muss aber eigentlich nicht zwingend aus Elektrolyse kommen. Man kann zum Beispiel auch Biomasse einsetzen. Ich muss Biomasse nicht erst verbrennen in einem Biomassekraftwerk, Strom erzeugen, dann Elektrolyse machen. Ich kann aus der Biomasse direkt Wasserstoff gewinnen, beispielsweise durch Vergasungsprozesse. Ist wie Reformierung ein Hochdrucktemperaturprozess, den ich allerdings jetzt ohne Wasserdampf durchführe. Und daneben gibt es auch noch andere Ideen, andere Konzepte, wie beispielsweise die Photokatalyse. Bei der Photokatalyse nehme ich Licht und nutze das zur Spaltung beispielsweise von Wasser. Das ist aber wirklich noch in der Grundlagenforschung. Da ist noch ein sehr weiter Weg bis zur Kommerzialisierung. Und ob sich das jemals wirklich zur großskaligen Wasserstofferzeugung einsetzen lässt, das sei mal dahingestellt. Könnte aber natürlich interessant sein auf lange Sicht, dass man statt Sonnenlicht zu nehmen, um in der Photovoltaik erst Strom zu machen und diesem elektrischen Energie dann in der Elektrolyse Wasser zu spalten, dass man das direkt photokatalytisch macht, irgendwann in der Zukunft, könnte eine Option sein. Wenn wir heutzutage über Wasserstoff reden, dann hat sich gerade in den letzten Jahren so eine Farbenlehre ein bisschen eingebürgert, dass man verschiedenen Wasserstoffquellen einer Farbe zugewiesen hat. Die wichtigste ist heutzutage eben der graue Wasserstoff, wo ich über Dampfreformierung von Erdgas Wasserstoff herstelle. Ich nehme also mein fossiles Erdgas, wandle es in Wasserstoff um, habe CO2, das dann in die Atmosphäre entlassen wird. Und das ist grauer Wasserstoff. Daneben gibt es eine andere Variante, die oft als blauer Wasserstoff bezeichnet wird. Beim blauen Wasserstoff mache ich ebenfalls Dampfreformierung von Erdgas, aber das anfallende CO2, das trenne ich nicht nur vom Wasserstoff ab und lasse dann die Atmosphäre, sondern ich trenne es ab und speichere es dann irgendwo beispielsweise unter der Erde ein. Es gibt dann auch verschiedene Varianten davon. Eine davon wird als türkiser Wasserstoff bezeichnet. Da habe ich einen Umsetzungsprozess, wo ich Erdgas nehme, Wasserstoff daraus herstelle und dann entsteht fester Kohlenstoff, den ich dann verschiedenen Anwendungen zuführen kann. Manchmal wird diese Technologie, die man türkiser Wasserstoff nennt, auch unter dem Begriff blauer Wasserstoff mit abgedeckt. Es gibt so 6, 7 verschiedene Farben, die man Wasserstoff manchmal zuordnet.
je nach Quelle gibt es auch etwas unterschiedliche Benennungen. Die wichtigste, vor allem perspektivisch, worauf man mit Wasserstofftechnologie natürlich hin will, früher oder später, das ist der grüne Wasserstoff. Beim grünen Wasserstoff reden wir darum, dass wir aus erneuerbaren Energien Wasserstoff erzeugen, also vor allen Dingen Strom aus erneuerbaren Quellen setzen wir ein, um eine Elektrolyse zu betreiben. Diese verschiedenen Typen von Wasserstoffquellen lassen sich ebenso klassifizieren. Grauer Wasserstoff, das ist fossil und hat CO2-Emissionen. Blauer, türkiser Wasserstoff, das sind ebenfalls fossile und damit nicht nachhaltige Quellen, die aber faktisch emissionsfrei sind. Also ich habe keine CO2-Emissionen. Die Nachhaltigkeit ist aber trotzdem nicht gegeben, weil ich eine endliche Ressource einsetze. Und grüner Wasserstoff, das ist dann wirklich nicht fossil, potenziell nachhaltig und emissionsfrei. Das ist die Erzeugung des Wasserstoffs. Ich muss Wasserstoff aber nicht nur erzeugen, nachdem ich ihn erzeugt habe, muss ich ihn dann auch erstmal speichern. Wie speichern wir Wasserstoff? Da haben wir erstmal ein großes Problem. Und dieses Problem liegt darin, dass Wasserstoff eine sehr geringe Dichte hat. Wenn Sie einen Ballon mit Wasserstoff füllen und den einem Zündfunken aussetzen, dann explodiert er. Das brennt ein bisschen. Da kann sich theoretisch auch jemand verletzen dran, ja. Aber die Energiemenge ist sehr gering. Das heißt, Sie müssen Maßnahmen ergreifen, um die Energiedichte des Wasserstoffs zu erhöhen. Und eine Möglichkeit, die man dazu hat, die erstmal naheliegendste, ist die Kompression. Ich drücke das Gas, Wasserstoff zusammen. Alternative dazu ist zu sagen, ich kühle ihn so weit ab, dass er flüssig wird. Noch eine andere Variante ist zu sagen, ich nehme einen Träger und dieser Träger bindet den Wasserstoff. Und dann ist er dadurch quasi festgehalten. Wir können physikalische Bindungen dafür nutzen. Oder wir können auch hergehen und sagen, physikalische Bindungen sind uns zu schwach, wir binden ihn stärker und dann sind wir bei chemischen Bindungen. Wenn wir jetzt den Wasserstoff ohnehin schon chemisch umwandeln in eine andere Speicherform, könnten wir theoretisch sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das haben wir in E umgewandelt, warum müssen wir ihn überhaupt wieder freisetzen? Wir könnten Wasserstoff auch beispielsweise mit Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid in sogenannte E-Fuels umwandeln, künstliche wasserstoffbasierte Brennstoffe, Methanol, über Fischer-Tropsch-Prozesse lassen sich auch künstlich Diesel oder Benzin herstellen. Das sind alles durchaus interessante Optionen. Aber gucken wir uns die Optionen und vor allem die ersten vier davon mal ein bisschen genauer an. Fangen wir mit dem Druckwasserstoff an. Druckwasserstoff ist heutzutage in der Wasserstoffspeicherung so der Stand der Technik. Die wahrscheinlich mit Abstand wichtigste Form, wie heutzutage Wasserstoff gespeichert wird. Und das wird es wohl auch bleiben. Also andere Wasserstofftechnologien haben durchaus ihre Berechtigung. Wir werden gleich so ein bisschen die Schwachpunkte von Druckwasserstoff kennenlernen. Aber an vielen Stellen ist er erstmal recht praktisch. Was mache ich damit? Nun, ich erhöhe halt den Druck auf 350 bis maximal so 700 Bar, also bis zu 700 Atmosphären Druck. Das Ganze ist erstmal sehr effizient, denn natürlich brauche ich Energie für diese Kompression, aber der Energiebedarf für die Kompression des Wasserstoffs ist vergleichsweise gering. Wir reden hier über 5-10% des Energieinhalts des Wassers, des Wasserstoffs, den wir für die Kompression aufwenden müssen. Auch haben wir noch einen Vorteil, dass die Rückgewinnung relativ einfach ist. Vereinfacht gesagt müssen wir nur ein Ventil aufdrehen. Wir sollten einen Druckminderer natürlich haben, sonst kommt der Wasserstoff sehr schlagartig daraus. Aber es ist eine sehr einfache Rückgewinnung des Wasserstoffs. Und das macht es sehr praktisch und deswegen wird Druckwasserstoff auch in Zukunft eine große Rolle spielen. Sei es auch nur in Kombination mit anderen Technologien. Denn ein Problem hat Druckwasserstoff. Und das ist die geringe Energiedichte. Durch die Kompression erhöhe ich zwar den Energieinhalt pro Volumen, aber eigentlich ist die Energiedichte immer noch sehr gering. Muss ich überlegen, wenn ich ihn auf 700 Bar zusammendrücke, wenn man das ausrechnet, das ist immer noch recht wenig Wasserstoff und gleichzeitig habe ich jetzt auf einmal einen sehr massiven, stabilen Tank,
der auch Volumen einnimmt, der auch Gewicht einnimmt, der aus geometrisch-mechanischen Gründen dann auch meistens eine Kugel- oder Zylinderform hat. Wenn ich jetzt mehrere Zylinder oder Kugeln habe, habe ich dann auch Freiräume dazwischen, zwischen den Zylindern, die ich nicht richtig nutzen kann. Aus all diesen Gründen haben wir also eine sehr geringe Energiedichte. Und deswegen sucht man nach anderen Lösungen. Eine Variante, die dazu ja, bereits seit langer Zeit sehr intensiv erforscht wird, ist die Verflüssigung. Bei der Verflüssigung komprimiere ich den Wasserstoff nicht durch hohen Druck, sondern ich kühle ihn ab. Und ich kühle ihn so stark ab, dass er flüssig wird. Das Problem dabei ist nur, die Siedetemperatur von flüssigem oder von Wasserstoff liegt bei etwa 20 Kelvin. Das ist eine Temperatur von grob minus 250 Grad Celsius, auf die wir also abkühlen müssen. Das hat erstmal einen hohen Energieaufwand nach sich. Wir erreichen aber eine recht hohe Energiedichte zum Preis eines hohen Energiebedarfs für die Verflüssigung. Jetzt reden wir also nicht mehr über 5-10% des Energieinhalts, jetzt reden wir schon auch über 30-40% des Energieinhalts, die wir für die Verflüssigung aufwenden müssen. Und wir haben noch ein weiteres Problem, das zu den Verlusten beiträgt, und das sind Lagerungsverluste durch den sogenannten Boil-Off. Man muss sich das so vorstellen, wenn wir flüssig Wasserstoff haben, dann haben wir einen Behälter, in dessen Inneren eine Temperatur von größenordnungsmäßig minus 250 Grad Celsius herrscht. Außerhalb des Behälters haben wir eine Temperatur von größenordnungsmäßig plus 20 Grad Celsius. Gibt also eine Temperaturdifferenz von etwa 270 Grad Celsius. Das ist eine enorme Temperaturdifferenz und selbst bei sehr guter Isolierung, Flüssigwasserstofftanks sind sehr gut isoliert, aber selbst da kommt es unvermeidlich zu einem Strom von Wärme von außen nach innen. Und dieser Wärmestrom ins Innere des Tanks hinein führt zu einer Verdampfung. Dadurch baut sich Druck auf, das wollen wir nicht, den müssen wir dann ablassen. In einigen Anwendungen kann man den Druck dann, den Wasserstoff, der dann da frei wird, dann vielleicht noch nutzen. In anderen nicht. Auf jeden Fall haben wir eine Selbstentladung des Speichers im Laufe der Zeit durch diese sogenannten Boil-Off-Verluste. Und das ist ein weiteres Problem mit Flüssigwasserstoff, weswegen der sich eigentlich nie wirklich durchgesetzt hat und wahrscheinlich auch in Zukunft, abgesehen von einigen Nischenanwendungen, wohl nicht die große Technologie sein wird. Deswegen haben sich Leute überlegt, kann ich die Energiedichte vielleicht dadurch erhöhen, indem ich den Wasserstoff festhalte, indem ich die einzelnen Wasserstoffmoleküle festhalte durch Bindungen. Und die Methode, die man dabei einsetzt, ist die sogenannte Adsorption. Adsorption ist die Anlagerung an einer Oberfläche. Die Adsorption mit D sollte nicht mit der Absorption mit B verwechselt werden. Bei der Absorption mit B geht es darum, dass das Gas, in dem Fall sich ins Innere einer Flüssigkeit oder eines Feststoffs hineingeht. Bei der Adsorption geht es nur an die Oberfläche. Wie muss ich mir sowas vorstellen? Ich nehme eine Festkörperoberfläche. In der Regel brauche ich ja eine sehr große Oberfläche, also verwende ich dazu ein poröses Material. Durch das poröse Material habe ich im Inneren der Poren dann ja noch eine große Oberfläche. Aktivkohlen, Zeolite, solche Materialien sind das. Da hat man oft in einem Gramm des Materials die Fläche mehrerer Fußballfelder. Da habe ich jetzt meine feste Oberfläche, die aus vielen Atomen, im Fall einer Aktivkohle von Kohlenstoff, im Fall eines Zeolits, aus Silizium, Sauerstoff, Aluminium und so weiter besteht. Und oberhalb, außerhalb des Festkörpers habe ich die Gasphase, da habe ich Wasserstoffmoleküle, die sich ziemlich frei bewegen können. Und diese sich frei bewegenden Moleküle, na, die können bei ihrer Bewegung halt auch an die Oberfläche gelangen. Und an der Oberfläche wechselwirken sie mit den Molekülen der Oberfläche. Und da habe ich eine Van der Waals-Anziehung und die hält mein Wasserstoffatom jetzt an der Oberfläche fest. Diese Bindung ist eher schwach, also der Wasserstoff kann sich auch wieder relativ leicht lösen, aber so ein bisschen wird er schon festgehalten. Und
je nachdem, was für Bedingungen herrschen, kann sich dann an der Oberfläche eine größere Menge des zu adsorbierenden Gases, in unserem Fall Wasserstoff, tatsächlich anlagern. Und dadurch kann ich im gleichen Volumen eine relativ hohe Speicherdichte erreichen. Problem dabei ist, um das zu erreichen, brauche ich in der Regel einen recht hohen Druck wiederum. Also ich brauche vielleicht nicht die 700 Bar vom Druckgastank, aber wir sind oft schon bei 50, 100 oder mehr Bar. Also es ist immer noch ein recht hoher Druck, der entsprechend stabile Tanks braucht. Und ich brauche sehr tiefe Temperaturen. Adsorptive Wasserstoffspeicherung macht man in der Regel bei Temperaturen von Flüssigstickstoff. Flüssigstickstoff hat eine Temperatur von 77 Kelvin, grob über den Daumen gepeilt, minus 200 Grad Celsius. Klingt erstmal gar nicht so viel besser als Flüssigwasserstoff. Da hatten wir minus 250, jetzt minus 200. Klingt nach nicht so einem großen Unterschied. Wenn man mal überlegt, wie groß der Abstand zum absoluten Nullpunkt ist, habe ich den Abstand jetzt von 20 Kelvin im Fall von Flüssigwasserstoff zu 80 Kelvin im Fall von adsorbiertem Wasserstoff vergrößert. Also die Temperatur ist quasi viermal so hoch. Das heißt, der Abkühlungsenergiebedarf ist schon etwas geringer, aber es ist schon eine ziemlich tiefe Temperatur, die ich da brauche für die Adsorption. Das macht sie auch in technischen Anwendungen ja nur begrenzt einsetzbar. Und das führt auch dazu, dass ich auch eine recht begrenzte Energiedichte insgesamt habe. Und deswegen ist Adsorption keine Technologie, die ebenfalls in wirklich großen Stile sich bisher durchgesetzt hat und meinem persönlichen Dafürhalten nach es wohl auch nicht tun wird. Wenn ich Wasserstoff eben richtig festhalten will, dann muss ich ihn halt auch stark genug festhalten. Und das können physikalische Bindungen nicht. Dafür brauche ich keine Van der Waals-Kräfte, dafür brauche ich richtige chemische Bindungen. Und da habe ich jetzt auch wieder zwei Möglichkeiten, den Wasserstoff stärker chemisch festzuhalten. Das eine ist durch kovalente Bindungen, also die Bindungen, die man aus der organischen Chemie kennt. Was wir dort einsetzen, das sind dann sogenannte LOHCs, Liquid Organic Hydrogen Carrier. Oder die andere Alternative, wir nehmen einen Feststoff und ins Innere dieses Feststoffs zwischen die Atome des Wirts, des festen Wirts, da lagern wir den Wasserstoff ein. Sowas nennen wir dann Metallhydride. Ich will im Folgenden als Beispiel mal diese LOHCs ein bisschen zeigen, also die Wasserstoffspeicherung durch kovalente Bindungen. Das Ganze basiert darauf, dass wir eine chemische Verbindung haben, die ein sogenannter Aromat ist. Hier dargestellt ist mal das sogenannte Dibenzyltoluol, das als LOHC oft diskutiert wird. Und Dibenzyltoluol ist chemisch gesehen ein Aromat. Wir haben diese drei sechseckigen Ringe, die da eingezeichnet sind. Und diese sogenannten aromatischen Ringe können Wasserstoff aufnehmen durch eine chemische Reaktion, die man Hydrierung nennt. Und dabei bilden sie eine korrespondierende wasserstoffreiche Form. Und in dieser korrespondierenden wasserstoffreichen Form ist der Wasserstoff jetzt gebunden und ist da sehr fest gebunden. Der kommt da nicht von selbst raus, sehr stabil, sehr sicher, hohe Energiedichte, die wir damit haben. Zur Aufnahme brauchen wir einen recht hohen Druck. Wir brauchen auch einen Katalysator für eine chemische Reaktion, die wir eben Hydrierung nennen. Und um den Wasserstoff zurückzugewinnen, da setzen wir die sogenannte Dehydrierung ein. Bei der Dehydrierung erwärmen wir das Ganze auf 200 bis 300 Grad Celsius in Gegenwart eines geeigneten Katalysators. Dann wird der Wasserstoff wieder frei und unser LOHC wird von aus der wasserstoffreichen Form wieder zurück in die wasserstoffarme Form umgewandelt. Vorteil davon ist erstmal, dass wir eine sehr sichere Speicherung haben. Diese wasserstoffreiche Form, die gibt den Wasserstoff nicht unkontrolliert ab, die gibt ihn nicht aus Versehen ab. Wir brauchen den Katalysator, wir müssen permanent Wärme zuführen, uns auf einer sehr hohen Temperatur halten. Wenn das nicht gegeben ist, kommt der Wasserstoff nicht raus und das macht das Ganze sehr sicher. Wir können es bei Umgebungsbedingungen lagern, wir brauchen keine tiefe Temperatur und vor allem auch keinen hohen Druck. Kann bei 20 Grad Celsius Atmosphärendruck einfach in einem
Standardtank gelagert werden. Und wir erreichen halt sehr hohe Speicherdichten. Wir haben im gegebenen Volumen ziemlich viel Wasserstoff, den wir gespeichert haben. Wie kann man sich so eine LOHC-Technologie jetzt konzeptionell vorstellen? Nun, stellen wir uns vor, wir haben erneuerbare Energien, Photovoltaik, Windenergie, und die produzieren Strom. Und diesen Strom setzen wir ein, um in einer Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen. Und diesen Wasserstoff, den speichern wir im LOHC. Dabei wird Wärme frei. Die wasserstoffarme Form, hier als H0-DBT bezeichnet, DBT für Dibenzyltoluol und H0, weil null Wasserstoffatome gespeichert sind, wird durch den Wasserstoff umgewandelt in H18-DBT, die wasserstoffreiche Form. Das H18 steht dafür, weil 18 Wasserstoffatome gespeichert wurden. 9 Wasserstoffmoleküle können aufgenommen werden, und weil ein Wasserstoffmolekül ja H2 ist, also 2 Wasserstoffatome enthält, sind es 18 Wasserstoffatome, die so gespeichert werden können. Diese wasserstoffreiche Form kann ich dann bequem speichern, ich kann sie gut transportieren. Wenn ich den Wasserstoff wieder brauche, dann setze ich ihn frei in der Dehydrierungsreaktion, gewinne mein Trägermaterial zurück. Das H0-DBT wird dabei regeneriert, kann zwischengelagert und in der Folge wieder beladen werden. Um die Dehydrierung zu machen, ganz wichtig, da muss ich Wärme zuführen und kriege dann Wasserstoff, den ich noch ein bisschen aufreinigen muss vielleicht, aber den ich dann der Nutzung zuführen kann, beispielsweise um Strom zu produzieren oder in die Mobilität zu gehen. Und damit sind wir beim letzten Punkt, den wir nur ganz kurz anschneiden wollen, aber wo man sich mal ganz kurz Gedanken machen sollte, ja, wie gewinnen wir eigentlich Energie wieder aus Wasserstoff? Was können wir damit machen? Wenn wir uns Energiespeicherung durch Wasserstoff ansehen, dann ist das, was den meisten Leute einfällt, um Energie wieder daraus zu gewinnen, die wichtigste Technologie, offensichtlich die Brennstoffzelle. Es gibt aber eigentlich nicht die Brennstoffzelle, es gibt verschiedene Technologien. Das ist zum Beispiel die PEM-Brennstoffzelle. PEM steht für Polymerelektrolytmembran. Dort haben wir Polymermembranen. Die Systeme werden bei etwa 80 Grad Celsius betrieben. Man hat aber auch Hochtemperaturbrennstoffzellen, die bei mehreren 100 Grad Celsius betrieben werden. Die sogenannte SOFC, für Solid Oxide Fuel Cell, oder zu Deutsch Festoxid-Brennstoffzelle. Dort hat man keramische Membranen. Also dieses Feststoffoxid des Metalls, das ist ein keramisches Material, die setzt man in den SOFCs ein. Dann gibt es noch ganz andere Systeme wie die alkalische Brennstoffzelle. Letztlich sind es immer elektrochemische Systeme, die man mit Wasserstoff füttert, Wasser entsteht und elektrische Energie wird abgegriffen. Und eigentlich nur der Chemismus im Inneren, der ist halt ein bisschen anderer. Wir müssen aber eigentlich gar keine Elektrochemie wie eine Brennstoffzelle benutzen, um Energie aus Wasserstoff zurückzugewinnen. Wenn wir heutzutage uns ansehen, wie aus einer chemisch gespeicherten Form Energie gewonnen wird, dann reden wir eher über Turbinen und vor allem Motoren. Und man kann auch durchaus einen Motor mit Wasserstoff betreiben. Die Brenneigenschaften und ein paar physikalische Eigenschaften von Wasserstoff sind vielleicht ein bisschen anders, als es bei Benzin, Diesel oder auch Erdgas sind. Man muss die Motoren etwas anpassen, aber eine Möglichkeit ist das durchaus. Und daneben kann man, wie gesagt, auch in Turbinen gehen. Man kann sich verschiedene andere Optionen überlegen. Ein ganz wichtiger Aspekt, den man noch im Blick haben sollte, ist, dass wir Wasserstoff vielleicht gar nicht energetisch nutzen müssen. Es gibt unglaublich viele industrielle Anwendungen, bei denen man Wasserstoff sehr gut verwenden kann, wo man wirklich einen Bedarf dafür hat. Wenn wir an die chemische Industrie beispielsweise denken, deren Rohstoffbasis heutzutage zum Großteil fossil ist, da drängt es sich geradezu auf, Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen einzusetzen. Hat zur Konsequenz natürlich, dass dann weniger für Mobilität und Ähnliches zur Verfügung steht. Aber gerade die chemische Industrie ist eine sehr wichtige Industrie, von der auch sehr viele andere Industrien ja letztlich abhängen. Und die ist sehr stark davon abhängig, aktuell noch von fossilen Energieträgern. Und da könnte Wasserstoff eben auch langfristig eine wichtige Lösung sein.
Das war mal mein kurzer Überblick über die Wasserstofftechnologien. Im nächsten und damit auch letzten Teil dieser E-Lecture wollen wir uns dann zum Schluss nochmal ansehen, was machen wir eigentlich, wenn wir Wärme haben. Also thermische Energiespeicher sind nochmal was ganz anderes und die werden wir uns gleich im letzten Teil dieser E-Lecture ansehen.